Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Hallo zum Nachgefragt am Tag nach dem 0:1 des VfL Osnabrück bei Hannover 96. Bei uns ist Trainer Marco Grote vom VfL Osnabrück. Erstmal dafür vielen Dank. Und da muss man ein bisschen sagen, das Wetter passt heute so ein bisschen zur Allgemeinlage vom VfL. Statt heiter bis wolkig ist es dann doch ein bisschen regnerisch, trübe und ungemütlich. Würden Sie es auch so sehen? Moin. Ja, jein, was das Ergebnis angeht, auf alle Fälle. Inhaltlich finde ich durchaus, dass wir es jetzt nicht so schlecht gemacht haben. Das Ergebnis ist natürlich schon so, dass es einen nicht erfreut. Sie haben die letzten Wochen immer gesagt, oder die letzten Spiele gesagt, man muss versuchen, auch diese Ergebnisse gar nicht so an sich ranzulassen. Wie leicht ist das, wenn man jetzt 5-mal in Folge verliert? Knabbert das doch so ein bisschen im Kopf? Nee, bei mir jetzt nicht. Also ich hatte zu knabbern, das gebe ich auch offen zu. Hat man mir vielleicht auch angemerkt an der Niederlage gegen Würzburg. HSV jetzt auch gar nicht mal so, ist ein Bonusspiel, wobei, wenn man 5 Stück kriegt, ist das auch etwas, was einen beschäftigt, das ist schon so. Also die Phase, muss ich tatsächlich sagen, weil wir eben neben dem Ergebnis auch inhaltlich das eine oder andere eben wahrlich nicht so gut gemacht haben, sprich auch Aue war zwar leicht verbessert, aber nicht so, wie wir es eigentlich die Wochen, Monate vorher getan haben und wie wir es auch jetzt aus meiner Sicht wieder tun. Deswegen, ja, ärgert es mich natürlich schon, dass wir Spiele verlieren, ganz bestimmt sogar. Aber ich finde jetzt, so wie wir es gegen Fürth und auch über viele Phasen gestern gemacht haben, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, bewegen wir uns deutlich wieder in die richtige Richtung, sind in der Spur, in der wir jetzt unbedingt bleiben müssen. Und habe da jetzt tatsächlich auch etwas, woran ich mich festhalten kann und womit ich leben kann und wo ich jetzt auch nicht großen Ärger verspüre. Sie haben gestern nach dem Spiel in Hannover mit der Mannschaft noch im Stadion, auch im Kreis gestanden. Dann gab es von den Spielern einen kleinen Applaus, aber dann gingen doch irgendwie alle so ein bisschen mit geknickten Köpfen in die Kabine, mit hängenden Köpfen, ist auch verständlich. Was haben Sie der Mannschaft mitgegeben nach dem Spiel? Sie haben ja gerade gesagt, es gab die Fortschritte. Ja, ist ja klar, dass Sie mit hängenden Köpfen, wir haben wieder 1:0 verloren. Ich finde schon, dass wir am Ende dann auch Hannover ordentlich Probleme bereitet haben. Dann erzielst du ja auch ein Tor. Ist für uns ja jetzt dann schon eben auch etwas, was wir zuletzt nicht so wahnsinnig häufig hatten. Dann ist das ganz knapp abseits. Also es kommen ja schon noch viele Sachen nochmal hinzu, die dann schon auch ein bisschen wehtun. Den Schmerz müssen wir eben wegstecken und verkraften, müssen uns gegenseitig weiter aufrichten. Ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, also glaube ich nicht nur, sondern mit der felsenfesten Überzeugung, dass wir das eine oder andere wirklich gut gemacht haben. Und genau das habe ich den Jungs auch gestern gesagt. Und dass wir eben auch genau da eben dranbleiben müssen. Wir sind nicht nur in Ansätzen, wir haben auch gestern im Gegensatz zum Fürth-Spiel das eine oder andere auch zum Abschluss gebracht. Das ist schon auch mal wieder, nochmal wieder ein Fortschritt. Das sind ja sicherlich auch keine Leichengegner, die wir da gerade haben. Ist allerdings auch wiederum ziemlich egal. Wenn wir auf diesem Weg weitergehen, dann müssen, aber werden wir auch. Dann haben wir auch die Gelegenheiten dazu, wieder zu punkten. Sie haben es angesprochen, der Wille zur Schlussoffensive war deutlich erkennbar. In der Endphase haben Sie noch wirklich gedrückt, da war dann auch die Chance aufs 1:1 da und es wäre auch am Ende wahrscheinlich nicht unverdient gewesen, weil Hannover auch nicht alles so sicher runtergespielt hat, wie man es vielleicht erwartet hätte vorab von so einer Mannschaft. Ja, grundsätzlich müssen wir schon auch so, glaube ich, so ehrlich sein, dass das Hannover schon auch die besseren Möglichkeiten hatte und sicherlich auch über viele Phasen die bessere Mannschaft war. Was jetzt mal vom Grundsatz her, aber auch, glaube ich, jetzt nicht völlig überraschend ist. Aber ja, ich finde schon, in der ersten Halbzeit zum Teil, aber vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit ist schon die eine oder andere Phase auch mit dabei, wo wir deutlich näher auf Augenhöhe waren, wo wir auch unsere Möglichkeiten haben. Alleine vor dem 0:1 haben wir die Riesengelegenheit, in Führung zu gehen. Ja, da ist schon tatsächlich auch das eine oder andere, was wir für uns mitnehmen und wo wir eben tatsächlich auch sagen können, wir sind wieder deutlich näher an dem dran, was uns auch die Wochen vorher ausgezeichnet hat und wo wir jetzt eben dranbleiben müssen. Also Parolen, Floskeln, wie auch immer, aber ich finde, dass es inhaltlich sichtbar und greifbar ist. Und dementsprechend auch etwas, woran wir uns tatsächlich orientieren können. Und deswegen sehe ich auch überhaupt keinen Grund, da jetzt Trübsal zu blasen, so blöd sich das anhört, sondern durchaus weiter optimistisch an die Aufgaben ranzugehen und auch mit Freude zum Training zu gehen. Wir haben insgesamt eine schwierige Phase. Wir hatten eine ziemliche Scheißphase dahingehend, dass ich eben auch nicht nur im Ergebnis, sondern auch inhaltlich sagen kann, das ist nicht das, was wir tatsächlich anbieten müssen. Aber in der einen Schiene sind wir jetzt wieder weg davon. Also ich finde durchaus, wie gesagt, Fürth und auch jetzt, dass das total wieder dahin geht, wie wir uns als VfL eben auch präsentieren wollen
und allerdings auch müssen. Umso ärgerlicher ist es dann, dass so ein bisschen das Muster von den vergangenen beiden Spielen vorher auch wieder da war, oder zumindest das von Fürth. Man ist auf Augenhöhe, man gibt Kontra und dann gibt es doch wieder diese eine Szene, in der der Gegner dann die Schwäche ausnutzt. Am Personal hat es nicht gelegen, defensiv sowieso nicht. Konstantin Engel ist wieder fit grundsätzlich. Baschi Maldini hat sein Comeback gegeben, sie haben gesagt, der hat auch Stabilität gegeben. Ken Reichel kehrt vielleicht diese Woche zurück. Es sind ja eigentlich alles erfahrene Leute auf dem Platz auch. Trotzdem gibt es immer diese eine Szene, wo man dann gerade nicht auf Augenhöhe ist und die wird sofort bestraft. Ja, es gab schon auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Szenen. Ich kann mich an diesen Duxch-Kopfball erinnern und ganz am Anfang. Also es gab schon noch ein, zwei Szenen, wo es theoretisch auch hätte passieren können. Der frühe Schuss an den Pfosten. Es ist immer mal irgendwo so, dass dann eben auch eine Mannschaft wie Hannover 96 dann auch mal ihre Möglichkeiten vermutlich haben wird. Klar wäre es auch schön, wenn wir mal ein Spiel zu Null spielen würden, weil das würde uns natürlich dann auch helfen. Die Wahrscheinlichkeit im Schlägweg deutlich erhöhen, dass wir zumindest einen Punkt da mal wiederholen. Es waren viele Flanken, die da reinsegelten. Das Gegentor ist schon so, dass es ohne Frage vermeidbar ist. Das hat auch nicht mit einer Person zu tun, sondern auch im gesamten Verhalten. Das haben wir gestern auch schon, oder habe ich gestern auch schon kurz gesagt. Ja, so wie es dann fällt, ist schon blöd. Dennoch haben wir natürlich auch einen Schwerpunkt in unserem Offensivspiel. Es ist so ein paar Wochen, glaube ich, kein Tor mehr tatsächlich geschossen. Und das ist natürlich auch schon ein Aspekt, wo wir ganz dringend auch weiter dranbleiben sollten. Es hängt immer miteinander zusammen in diesem Spiel. Ne? Einmal den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten, es gut zu verteidigen, andersherum natürlich auch Torchancen zu kreieren und auch zu nutzen. Möglichst mehr als andersrum. Kriegen wir eben beides gerade nicht optimal hin. Wobei wir schon, finde ich, in der Offensive das eine oder andere Problemchen haben, was ein bisschen größer war. In der ersten Halbzeit haben sie sich auch ein bisschen schwerer getan. Da war doch viel dieses schnelle Direktspiel, haben sie gestern auch gesagt. Da haben wir den Ball dann doch wieder zu schnell abgegeben, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatten. Auch von der Mannschaft hat es wer gesagt, wir wollen erstmal einfach spielen, die einfachen Bälle ein bisschen ruhiger. Klappte in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser oder deutlich besser. Die Offensive haben sie auch gerade angesprochen, es bleibt so eine Problemzone, weil vorne keiner trifft, gerade die dafür vorgesehen sind. Jetzt sind J-Roy Krott und Sebastian Müller neu dazugekommen auf dem Transfermarkt am Montag. Sind die schon zum Wochenende ein Thema? Was versprechen Sie sich von den beiden jetzt kurzfristig? Ja, Jay wird zum Wochenende noch kein Thema sein. Den müssen wir erstmal ein bisschen aufpäppeln. Der hat eine lange Verletzung hinter sich, ist teilweise wieder im Training gewesen da in Den Haag, aber noch nicht kontinuierlich. Und den müssen wir erstmal noch so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und eben noch genauer schauen, was mit ihm geht. Das wird zum Wochenende noch nicht funktionieren. Welches Zeitfenster wir dafür jetzt noch genau brauchen, um ihn wirklich richtig ranzukriegen, kann ich so noch nicht hundertprozentig sagen. Habe jetzt heute das erste Mal in dem Training gesehen, war auch heute im Individualtraining und nicht im Mannschaftstraining mit dabei. Ja, was den Sebastian angeht, der war heute schon fleißig mit am Gange. Und der ist auf alle Fälle für Samstag auch ganz bestimmt eine Option. Und Luke Ihorst auch nach seiner Rotsperre einer, den man vorne vielleicht reinschmeißen kann. Luke kommt zurück, klar, der wird auch wieder Thema sein. Am Wochenende kommt dann der VfL Bochum, auch eine Mannschaft von oben, Tabellenzweiter aktuell. Eine Mannschaft, die die Latte leider wieder hochlegt, ähnlich wie Hannover, ähnlich wie Fürth. Kein leichter Gegner, gibt es sowieso nicht, haben sie immer gesagt. Aber Bochum ist jetzt gerade wieder ein Gegner, den man eigentlich zu einer anderen Zeit lieber hätte als jetzt gerade. Ja, ist so, ne? Wir nehmen es so, wie es kommt. Ich glaube, dass wir tatsächlich im Moment sehr gut beraten sind, ganz extremst auf uns zu gucken. Das habe ich gerade versucht, so ein bisschen darzulegen. Ist kein Wunschkonzert. Kommt so einiges zusammen. Im Moment gerade kommt ein bisschen Regen. Knapp abseits das mögliche 1:1. Andersherum fängst du ein dämliches Gegentor, was sicherlich auch irgendwo vermeidbar gewesen wäre. Ja, müssen wir zusammen durch. Also, und ich habe eben tatsächlich jetzt das Gefühl, mit Fürth, mit den Trainingstagen und auch mit Hannover, so blöd es sich anhört für den einen oder anderen, der eben auch tatsächlich die Ergebnisse sieht, dass wir wieder ein Stück weit mehr da sind, als dass es eben vorher der Fall war. Wie, was, wo, ob das jetzt erklärbar ist, ob das sein muss oder hätte sein müssen oder nicht. In so einer Saison, glaube ich, gibt es solche Phasen. Das ist jetzt schon eine schwierige Phase, ist auch keine Frage. Keine Tore, relativ viele Niederlagen. Aber Bochum hin oder her. Also ich bin ziemlich optimistisch, dass wir auch da wieder zum Wochenende hin einen Schritt machen können. Und dass wir dem VfL Bochum jetzt erstmal durchaus das Leben schwer machen können.
Und dann habe ich natürlich schon auch die Hoffnung, dass das dann so weit führt, dass dann eben auch jetzt so langsam, aber sicher eben auch nicht nur ein Schritt in die richtige Richtung oder in der Spur oder eben auch inhaltlich wir uns wieder weiterentwickeln und näher an das kommen, was wir uns auch vorstellen, sondern dass das natürlich auch im Ergebnis sich widerspiegelt. Das ist natürlich etwas, was jetzt zeitnah auch irgendwann passieren muss. Und da schließe ich den Samstag ganz bestimmt nicht aus. Dann wünschen wir eine gute Vorbereitung in dieser Woche. Am Samstag ein gutes Spiel gegen Bochum, von dem wir berichten werden. Und dann sprechen wir uns oder ein Kollege Sie nach dem Spiel dann wieder. Marco Grote, vielen Dank. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Sonnenschein. Alles Gute, danke. Gerne, ciao. Ciao, Marc.